Und wieder zurück zu offenen Daten und Hackerinnenethik. Unsere nächste App, Chemcatcher von Younes, David, Raphael und Jan, ist eine sehr coole App, die öffentliche Kameras visualisiert. Herzlich willkommen. Wir sind das Chemcatcher-Team. Ja. Und Restart. Wir sind das Chemcatcher-Team und wir hatten die Idee, dass wir auf Schritt und Tritt beobachtet werden durch Überwachungskameras. Und da haben wir uns gedacht, nee, kein Bock. Wir wollten jetzt eine App machen, die zeigt, wo Kameras sind, die das Gesichtsfeld markieren von der Kamera, sagen, wie hoch sie sind und schauen, wem die Kameras gehören, also dem Staat oder Privatpersonen. Die Nutzer können Kameras selber hinzufügen, eintragen. Es werden keine Daten gespeichert über die Benutzer. Und die Kameras, die oft eingetragen werden, sind verifiziert. Also genau, staatliche und private Kameras sollten noch unterschieden werden. Das wollten wir auf jeden Fall noch machen. Dann die Entwicklungsumgebung. Wir haben Android Studio benutzt. Das ist ein Programm, um Android-Apps zu programmieren. Und das haben wir mit Java gemacht. Dabei haben wir viel gelernt, wie man mit Java umgeht und auch mit Android Studio. Um alles auszuprobieren, haben wir eine Virtual Machine benutzt, die das Android-Gerät sozusagen simuliert hat. Die Karte war von Overpass Turbo und wie gesagt, dadurch, dass wir es mit Android Studio verwendet haben, funktioniert die App nur auf Android-Geräten. Genau, also wir sind im Moment, sind wir so weit gekommen, dass man in der App die Karte sieht. Die Karte ist mit der Overpass Turbo URL verbunden und da gibt es so eine schöne, was Schönes, was man eingeben kann, Man-Made Surveillance. Das heißt, man sieht auf der ganzen Karte die ganzen Überwachungskameras, die es hier in Mannheim gibt. Und das sieht dann ungefähr so aus. Dann sieht man halt, die ganzen Punkte an der Seite sind die ganzen Überwachungskameras, die es jetzt zumindest hier teilweise in Mannheim gibt. Es sind natürlich viel mehr, deswegen müssten wir halt, die Nutzer müssten halt noch Kameras eintragen. Also wie gesagt, die blauen und also die gelben Punkte mit blauer Umrandung sind die Kameras. Und wie er auch gesagt hat, es sind noch nicht alle. Und deswegen wollen wir noch, die Verbesserung ist, dass man, wie gesagt, manuell noch Kameras hinzufügen kann. Das heißt, jeder Nutzer kann die Koordinaten eingeben und wenn das mehrere Nutzer gemacht haben, wird die Kamera dann verifiziert, was dann heißt, dass sie wirklich dort ist. Was wir auch noch verbessern wollen, ist, dass man genauere Daten über die Kamera hat. Das heißt, wie gesagt, ob sie von der Regierung ist, von einer Privatperson. Und was wir auch dann noch machen wollten, sind, dass man die Blickwinkel sieht und auch wie hoch die Kamera ist, also ob sie sehr niedrig ist oder etwas höher steht. Und das Letzte, was wir verbessern wollen, ist, dass es eine richtige Suchfunktion gibt. Das heißt, zum Beispiel, wenn ich jetzt in einem anderen Bundesland bin, auch dort schauen kann, wo die Kameras sind, nicht nur in Mannheim. Vielen Dank fürs Zuhören und einen besonderen Dank an unsere Mentoren Jan und Berkay. Wir freuen uns, wenn ihr uns Verbesserungsvorschläge gebt
Und falls es euch interessiert, den Code könnt ihr auf GitHub nachgucken. Vielen, vielen Dank, Camcatcher.